Also man hat, also ich habe mich leichter gefühlt. Ich habe mich über die Wochen, man hat immer gemerkt, man wird hydrierter, die Haut wurde weicher, wurde heller, klarer. Es war auch, mein Schlafrhythmus hat sich komplett geändert. Hi Leute, so ich habe heute einen Johnny bei mir und wir wollten heute mal über eine besondere Art des Fastens reden. Und zwar grundsätzlich, ich hatte ja neulich auch mal ein Video schon mit Mithat aufgenommen und auch Videos übers Wasserfasten so gemacht. Aber heute wollte ich wirklich mal darauf eingehen, was es noch für alternative Möglichkeiten gibt. Und eben besonders, wenn man zum Beispiel auch im Alltag ist, jetzt mit Homeoffice sowieso. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, hallo, ich bin froh, da zu sein. Schön, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Genau, bin sehr gespannt, was du so erzählst. Und nochmal grundsätzlich auch so am Anfang, so 90 Tage, ja, Saft fasten. Ja, man nimmt ja trotzdem was zu sich. So, man hat ja praktisch keine feste Mahlzeit. Aber allgemein von den Fastenarten, das ist ja immer sehr unterschiedlich, was jeder als Fasten sieht. Manche nehmen ja einen Fastengemüsebrühe. Für manche ist Fasten wirklich nur dann Wasserfasten, richtiges Fasten. Genau. Und von den Vorteilen und Nachteilen ist es eben allgemein jetzt nur mal kurz so, dass beim Wasserfasten, wenn man sich halt auch wirklich die Zeit und Ruhe dazu nimmt, ist die Entgiftung halt oft sehr stark. Und gerade wenn man jetzt irgendwie einen Arbeitsalltag hat, oder noch Termine viel organisieren muss, oder noch ein bisschen leistungsfähig zumindest sein muss, dann ist es halt oft sehr schwierig, das im Alltag irgendwie zu verknüpfen und einzubauen. Genau. Und deswegen eben so dieser Vorteil, wenn man einfach keine feste Mahlzeit zu sich nimmt, sondern ein Saftfasten macht, am besten eben mit frisch gepressten eigenen Säften, dann hat man halt den Vorteil, dass wenn, ja, wenn man zum Beispiel mehr Kopfschmerzen bekommt, oder nicht mehr so konzentriert ist, dann kann man sich einen Saft machen und dann ist der Entgiftungsprozess ein bisschen verlangsamt und man kann halt im Alltag noch ein bisschen besser funktionieren, gerade jetzt zum Beispiel mit Homeoffice eben. Genau, das nur mal so allgemein vorweg. Und erzähl gerne mal, wie hattest du es jetzt gemacht? Du hattest 90 Tage. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, es war einfach die Suche nach, wie werde ich irgendwie gesünder, was ist falsch, sowas kann ich besser machen. Und über pflanzliche Ernährung bin ich dann irgendwie halt hin zum Saftfasten gekommen und habe dann vor, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, mal für 2 Wochen Saft gefastet. Das meiste hatte ich jetzt von John Rawls gelernt, das ist ein älterer Herr. Der so super jung aussieht, noch 60 alt, 30 Jahre auch Rohkost schon macht. Und von ihm, der hat mich einfach inspiriert dazu. Und so bin ich dann zu diesem Saftfasten gekommen und habe dann 2 Wochen gesaftfastet, hätte es gerne länger gemacht, ging aber leider nicht den Umständen damals, war irgendwie busy mit Arbeit. Und weil ich da irgendwie so eine Tour richtig gemacht habe durch Deutschland rum mit so einem Bus und ein paar Leuten und da war das für mich irgendwie soweit ja, aus dem Möglichen raus irgendwie. Genau. Und ja, letzten Frühling, ist jetzt fast bald ein Jahr her, ja, kam man irgendwie nochmal, also ich habe es immer im Hinterkopf gehabt, so ich wollte es nochmal länger machen, weil es einfach so, ich wollte jetzt nicht genau 3 Monate machen oder 100 Tage oder 60 Tage, aber so sagen wir mal einen Monat plus wäre schon mal so interessant gewesen, so einfach mal so eine Distanz zu gehen. Ja, und das Schöne war, dass es irgendwie dann mit meiner Freundin zusammen, dass wir uns das da irgendwie vorgenommen hatten, das dann zusammen zu machen. Und so sind wir da reingerutscht und sind so Tag für Tag ja, mit diesem Saftfasten vorangeschritten. Und es war auf jeden Fall eine unglaubliche, also eine der größten ja, Erfahrungen und Veränderungen, die ich in meinem Körper erlebt habe. Ich will hoffentlich sagen zum Positiven. Also es ist halt immer so, ne, klar, wenn man entgiftet oder Sachen los wird, dann passiert noch komische Sachen und man hatte Interesse, aber im Endeffekt so waren wir informiert auch und wussten, was uns vielleicht erwarten kann. Und ja, und deswegen war es auf jeden Fall ja eine ordentliche Erfahrung. Und genau, und es waren im Endeffekt so um die 90 Tage, vielleicht waren es
87, aber du hast dann halt mit dem Fastenbrechen, was man ja nach einer gewissen Zeit braucht man ungefähr so 6 Tage, sagt man, wo man dann so langsam wieder zurückgeht zu Obst, sag ich mal. Das Erste ist auf jeden Fall das Beste, wenn man da irgendwie Obst isst oder so. Waren es ungefähr die Tage. Ich habe auch viel dokumentiert gehabt und geschaut und ja, genau, das war erstmal so der Rahmen, so siehst Ja, du. genau. Ja, mit dem Informiertsein war auch schon so ein guter Einschub, weil das ist auch was, wo ich immer wieder gemerkt habe. Genau, also gerade nochmal kann man auch am Anfang so nochmal diesen Hinweis geben, von dieser Gefahr her, dass man halt wirklich schaut, dass man weiß, was man macht. Und jetzt 90 Tage ist halt auch ein längerer Zeitrahmen, dass man da halt auch nicht einfach so reinstartet, sondern vielleicht erstmal so Erfahrungen sammelt. Genau. Und vielleicht mal ein paar Tage kürzer macht, intermittierendes Fasten vielleicht mal anfängt. Genau. Oder mal ein paar Tage eben Säfte macht und dann schon mal ein Gefühl für bekommt. Genau. Aber grundsätzlich ist es halt auch so, beim Wasserfasten muss man halt noch vorsichtiger sein. Gerade wenn es halt über einen längeren Zeitraum geht, muss man wirklich sehr genau wissen, was man macht. Und das würde ich auch immer nur unter Begleitung machen, wo jemand wirklich, der da schon mehr Erfahrung hatte. Ich sag mal, beim Saftfasten ist es halt ein bisschen harmloser, in Anführungszeichen. Die Verdauung funktioniert noch weiter. Der Darm verengt sich nicht so komplett und das Fastenbrechen ist ein bisschen angenehmer, weil es eben noch was durchgeht, die ganze Zeit ein bisschen zumindest. Ja, Genau. auch wenn es sehr wenig ist. Also man muss schon sagen, also das haben wir auch getan und es wird auch empfohlen, dass halt beim Saftfasten auch, du hast immer ein bisschen Ballaststoffe drin. Also wenn du, ne, mit dem Saftfasten, müssen ja auch viele verstehen, ist jetzt nicht ein Smoothie. Manche Ja. kennen auch nicht den Unterschied Ja. zwischen Saft und Smoothie. Smoothie ist ja, wenn du irgendwie deine Bananen und Beeren in den Mixer machst und pürierst, da hast du ja noch die ganzen Ballaststoffe. Und beim Saften trennst du halt, ne, den Saft von den Ballaststoffen sozusagen. Mit einer Ja. Maschine oder drehst die Orange auf deinem Orangenpresser rum. Genau. Aber nichtsdestotrotz hast du trotzdem immer ein paar Ballaststoffe noch drin. Genau. Du kannst, nachdem man mit die Saftmaschine benutzt, das kannst du auch nochmal durch ein Sieb gießen. Das haben wir auch meistens gemacht, dass du es nochmal filterst. Dann hast du nochmal so einen klareren Saft mit noch weniger. Ja. Aber wie gesagt, du hast immer ein bisschen Ballaststoff auch noch dabei. Ja, genau. Und die Verdauung ist halt noch ein bisschen mehr am Laufen dadurch halt. Und das ist auch mega wichtig und gut, weil beim Saftfasten soll man auch am besten jeden Tag irgendwie einen Stuhlgang oder eine Art von Stuhlgang haben und eliminieren. Und das fand ich das Lustigste oder das Erstaunlichste beim Saftfasten einfach, dass du erstmal geschockt bist, was in dir noch drinsteckt und was da täglich halt rauskommt, ne? Also allein du denkst ja, okay, die ersten 4, 5 Tage, ne, trinkst halt nur Saft und ein bisschen Ballaststoff halt drin, hast dann nur die Stuhlgänge, ja, okay, hast vielleicht irgendwie noch Tage davor was gegessen, aber wenn dann, ne, wenn du dann über eine Woche hinaus bist und Tag für Tag kommen da Mengen raus, wo du dir denkst, woher kommt das, was ist das? Und zum Ja. Beispiel, ich bin jetzt auch ein sehr schlankerer Typ immer gewesen, ich habe jetzt nicht den riesen Bierbauch oder so, also da ist es noch umso, finde ich, mehr erstaunlicher, dass es halt also wirklich bis zu dem 90. Tag kam da Sachen raus, das glaubt man nicht. Deswegen macht man die ganze Sache halt auch, um sich zu flaschen, um so durchzuspülen, sein System halt klar zu hydrieren und zu mineralisieren und alkalisieren und ganze Vitamine und das ist auch alles super. Aber genau, um halt einfach diesen Vakuum-Effekt zu haben, dass dein weil du halt nichts Festes isst, dass dein Körper sozusagen deinen ganzen Verdauungstrakt, deinen Darm nimmt als alternativen Weg umso mehr der Eliminierung von halt Giftstoffen und Schleim und selbst unverdauten Stoffen, ne, Schlacken ist ja auch so ein Begriff, also Ja. das kann ich wirklich bestätigen, also da kommt halt Zeug raus und je nachdem ist es halt unterschiedlich, wie du gelebt hast, wie alt du bist, wie du dich ernährt hast, sozusagen, was du für Erfahrungen damit machst. Ja, genau. Oft bilden sich halt auch solche Divertikel, solche Darmtaschen, ja, wo sich eben solche alten Sachen einlagern. Und wenn der Körper halt die Zeit und die Ruhe hat, das wieder zu regenerieren, genau, dann kommt es halt oft raus. Und richtet sich wieder. Genau. Ja, oft ist der Darm halt dann auch sehr deformiert. Gibt es ganz schöne Bilder. Und
ja, das passiert halt wirklich ja, beim Fasten schneller. Aber wenn man dann halt auch immer Schritt für Schritt die Ernährung umstellt und ja, gesündere Lebensmittel zu sich nimmt, der Darm zieht sich halt wieder mehr gerade und genau, kommt halt wieder in seinen ursprünglichen normalen Zustand, kann wieder einfach gut und besser arbeiten. Was ist denn so bei dir bei während dem Fasten alles passiert? Sei es jetzt körperliche Symptome, körperlich irgendwas passiert, emotional, vom Geistigen her, vom Kopf her, eine Klarheit zwischendrin oder danach? Genau, was waren so diese Effekte, wo bei dir aufgetaucht sind? Ja, also muss ich jetzt ein bisschen zurückerinnern, weil wie gesagt, ist das schon ein Dreiviertel bis Jahr her. Aber es sind einige Ereignisse, die mir auf jeden Fall noch im Kopf bleiben. Also auf jeden Fall fühlt man sich leichter. Klar, die ersten 3 Tage, aber das ist bei einer Umstellung oder beim Fasten, sind vielleicht eh so die schwierigsten, sage ich mal, wenn man so eine Umstellung hat, dass man sich irgendwie, dass der Körper sich gewöhnen muss, dass irgendwas anderes reinkommt oder dass mehr losgelassen wird, so. Genau, also man hat, also ich habe mich leichter gefühlt. Ich habe mich über die Wochen, man hat immer gemerkt, man wird hydrierter, die Haut wurde weicher, wurde heller, klarer. Es war auch, mein Schlafrhythmus hat sich komplett geändert. Ich war auch jemand, der immer so ja, 10, 11, 12 ins Bett ging und dann auch manchmal länger geschlafen habe, wenn ich konnte. Und es war so, nach 2 Wochen hat sich auf einmal so ein Schalter umgelegt und dann bin ich mit dem Sonnenzyklus irgendwie immer ins Bett gekommen, also habe auch geschlafen wie so ein Baby. Also das merkt man halt, dass der Körper einfach diese ganze Energie spart, die er beim Verdauen sonst benutzt. Und deswegen ist es halt auch so ein Hauptding, warum man das machen kann. Erstmal, um das ja, Haus zu säubern, so ungefähr. Aber auch, ja, weil man so viel Energie spart. Aber deswegen ist es auch was, was man halt über einen Zeitraum macht und dann ist es auch vorbei. Also man, es gibt zwar Leute, die das auch zum Teil ein Jahr lang machen. Also da gibt es echt so, also im Internet, in manchen Gruppen kannst du da finden welche, aber die machen es auch aus einem guten Grund raus. Weiß jetzt nicht genau den Namen, aber da gab es ein jüngeres Mädchen, die auch, glaube ich, im Rollstuhl saß und die macht das irgendwie schon 367 Tage oder so. Ja. Also das kann man halt auch machen und jeder muss halt schauen, wie er will. Aber wir sind auch so Tag für Tag einfach vorwärts gegangen. Und ja, es war einfach ähnlich wie mit Rohkost an sich auch. Bloß finde ich einfach nochmal so ein bisschen, hat nochmal mehr so einen Kick gegeben, wie so ein Kickstarter, dass alles nochmal so ein bisschen schneller passiert ist. Dann natürlich, ich habe jetzt nie so viel Kaffee getrunken oder Alkohol oder geraucht. Wenn, ist es auch schon ein bisschen länger her. Deswegen hatte ich jetzt nicht so die sehr starken Symptome von so Kopfschmerzen und sowas, aber das kann natürlich halt auch vorkommen, diese Entgiftungssymptome in sämtlichen Formen oder dass Sachen aus der Haut rauskommen. Es war zum Glück auch Frühling, Sonne kam raus, wurde wärmer, dass man frische Luft, ne, dauernd, also eine frische Luft draußen ist und dass man halt sich alles zu Hilfe nimmt, was in so eigentlich dem Körper eigentlich gut tut, ne? Weniger Stress und so. Das fand ich auch sehr interessant, dass man dann merkt, dass dieser emotionale Körper und der physische Körper da auch so sehr ja, verwickelt sind miteinander. Ja. Ja, und dann, klar, es waren auch noch viele Momente so, wo man dann doch gesagt hat, ah, vielleicht doch aufhören, ne? So dieses Durchhalten oder Disziplin oder geht man noch weiter. Aber eigentlich habe ich mich immer sehr gut gefühlt. Und das ist auch das Schöne beim Saftfasten und speziell beim ja bei dieser Art von Saftfasten, weil es gibt viele Arten von Fasten, wie du schon gesagt hast. Und wenn man jetzt vielleicht einfach Saftfasten googelt, ne, dann findet man irgendwie so 2 Säfte pro Tag, 500 Kalorien. Und da macht man dann auch schlapp. Und dieses Saftfasten ist halt so gewesen, dass es halt sehr wichtig ist, dass du halt genug trinkst. Und wir haben halt so pro Tag 4 bis 6 Liter getrunken. Ja, aber nicht alles Saft, sondern wie viel und was für Saft? Ja, unterschiedlich. Also Frucht und Gemüse. Du kannst eigentlich machen, was du möchtest, sag ich mal so, wie du dich fühlst, auch was du Lust drauf hast. Es kommt natürlich auch auf die Saison an, was gut schmeckt, ne? Und man geht da der Nase nach, sag ich mal so. Natürlich, wenn du mehr Frucht trinkst, dann ist, denke ich mal, auch die Entgiftung aggressiver. Das kennt man ja auch vom Obstessen. Ne? Sobald du irgendwie anfängst mit Salaten und Avocado, dann entgiftest du vielleicht ein bisschen langsamer. Aber auf der langen Zeit haben wir da auf jeden Fall einen Mix. Also von Apfel, Ingwer, also ganz einfache Sachen, oder Mohrrübe, Ingwer,
rote Beete bis zu grüne Säfte haben wir auch gemacht mit Petersilie und Minze und Koriander und Grünkohl. Wir hatten auch viel im Frühling, ich glaube, da kam auch die, also Ananas kam gut rein mit Spinat und so. Wassermelone kam dann später, erinnere ich mich, Juni, Juli, das ist natürlich mega lecker mit Zitrone und so, oder generell auch Honigmelone. Also wir sind da wirklich auch mit den Wochen da gegangen, sozusagen, wo sich es auch dann mal verändert hat, ne? Weil du merkst dann halt auch, ja, schmeckt jetzt nicht mehr, ne? Die Billigäpfel oder so. Also natürlich ist es eh besser, wenn man jetzt Bio die ganze Zeit holt, konnten wir jetzt auch nicht immer machen. Aber ja, du gehst dann halt einfach der Nase nach und was dann gerade dich anlacht und anstrahlt und merkst dann auch einfach, ne, die Energie von diesem Obst. Kennst du bestimmt auch, wenn du halt im Laden bist. Irgendwann hast du ein Gespür, so, ey, ja, da brauchst du gar nicht reinbeißen. Du siehst es schon und merkst einfach, ja, das ist gut oder das ist reif oder wie auch immer. Und tendierst dann halt zu diesem qualitativ höheren Obst oder Gemüse, was dich dann in dem Sinne glücklich macht. Weil ich meine, muss ja auch irgendwie schmecken und sonst quält man da sich ja dadurch. Aber das war auf keinen Fall der Fall. Deswegen kann ich das halt auch nur empfehlen zu machen, weil im Vergleich, wie gesagt, zu Wasserfasten hast du halt wirklich so eine Pause vom Leben und ist auch nochmal ein ganz anderes Pferd für sich, ne, das zu tun und hat nochmal andere Effekte und du kommst ja mehr vielleicht auch in so eine Ketosis rein oder ne, wo du deine eigenen Sachen recycelst von dem Körper und dieses Juice Fast oder dieses Saftfasten bringt ja Kalorien mit sich. Und du ernährst dich halt von dem Fruchtzucker hauptsächlich, ne? Oder der Glucose durch die Gemüse, die da drin ist. Und deswegen gibt es ja auch die ganze Zeit Energie. Und deswegen ist es schön auch, dass du halt aktiver im Leben teilnehmen kannst. Also ob du jetzt eine Familie hast oder arbeiten musst oder ist alles halt zu bewerkstelligen. Also da gibt es auch sämtliche Leute auf YouTube und Gruppen, also eine Mama mit zwei Kindern, die noch drei Jobs hat, die das gemacht hat, irgendwie 120 Tage, also mehr als ich. Also da gibt es viele schöne Beispiele, wo man sich inspirieren kann, lassen kann und auch supporten kann. Ja, genau. Ja, ich finde, es ist halt beides immer, genau, ganz cool. Ich finde es oft gut, wenn man mal alles so auf unterschiedlichen Wegen auf den Körper entlastet und reinigt. Genau. Was ich aber gemerkt habe, auf jeden Fall, also ich finde es halt eine gute Möglichkeit für den Alltag eben. So, der Körper ist halt einfach entlastet, man kann besser funktionieren, man ist vitaler. Aber wenn man mal so zwischendrin ein bisschen tiefere Reinigungen macht, oft dieses zur Ruhe kommen ist halt dann auch super wichtig. Dann kann halt auch viel ausgeleitet werden. Aber eben, wenn gerade halt mal die Zeit nicht da ist, dann kann man ja lieber mal kurzer, ein, zwei Tage am Wochenende mal einen Wasserfasten machen. Und genau, Saftfasten ist halt dann eben was Angenehmes, wo man mal auch im normalen Alltag halt gut machen kann. Ja. Und auch wegen den bezüglich den Säften, das vielleicht auch als kleine Anmerkung, ich würde auf jeden Fall immer darauf achten, gerade wenn man da irgendwie reinstartet, Fruchtsäfte eben, wie du auch angeschnitten hast, so ein bisschen weniger eher, also eher darauf zu achten, viel Grün oder Gemüse mit reinzunehmen. Und bei Früchten, genau, es kommt halt immer auf die Menge drauf an. Also was man halt merkt, wenn man viel Mengen an Früchten, sei es jetzt als Saft oder als, auch so, wenn man viel Früchte isst am Tag, genau, kleine Mengen sind immer in Ordnung, gerade wenn man dann eh noch irgendwie Grün oder andere Sachen mit dabei hat. Aber so über einen längeren Zeitraum, über 2-3 Wochen oder so, wenn man jetzt reine Fruchtsäfte macht, kann das System auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, weil das System wird ja immer irgendwo stimuliert. Das ist halt dann so ein bisschen angenehmer manchmal beim Wasserfasten, weil der Körper dann wirklich immer in seiner Balance ist. Kriegt zwar keine neue Energie dazu, aber er kann halt immer das Gleichgewicht im Körper gut herstellen. Und wenn man halt, ja, mit den Säften wird er halt ständig so in eine andere Richtung gedrängt. Und oft sind halt viele Früchte auf Zucker überzüchtet. Genau, die sind zwar schon lebendig und vital so, genau, aber da kommt es halt immer so aufs Maß drauf an. Und manchmal passiert es halt dann erst so über ein paar Wochen. Oder wenn man in der Ernährung über einen längeren Zeitraum zu viel Früchte drin hat, kann das auch über ein paar Monate, Jahre gehen,
wo man dann merkt, der Körper kommt langsam so in so ein leichtes Ungleichgewicht. Genau, das würde ich auf jeden Fall beachten. Und gerade am Anfang ist halt auch angenehmer, dann viel Grün drin zu haben. Ja. Ist halt so eine Geschmackssache auch, ne? Also wenn man es gewohnt ist oder so. Aber man kann es ja auch mixen, das ist ja auch das Schöne, ne? Dass man dann so irgendwie zwei Äpfel, ne, mit Sellerie, genau. Grünkohl, dann hat man so eine Art Frucht. Also dann hat man nicht so einen ganz bitteren Grünsaft, ne, sondern halt auch noch so was Süßes drin. Und das bringt jetzt auch eine gute Balance. Ja. Muss jetzt auch nichts ultra Bitteres sein, aber halt. Ja, es ist ja auch schon was anderes, wenn man eher Gemüse entsaftet oder dann leichteres Grün drin hat oder das Ganze ein bisschen mit Gurke verdünnt. Genau. Ja, ja. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil die Qualität ist auf jeden Fall, ne, also sag ich mal, ja, echt runtergegangen über die Jahre und ist halt schwer, qualitativ hochwertiges Obst auch zu finden, was halt nicht nur überzuckert ist. Und deswegen haben wir auch versucht, halt einfach das, was gerade saisonal dann kam, hat man auch gemerkt, ne, so, okay, das ist jetzt eine Woche lecker und dann ging es schon wieder bergab, so, ne, ja. Das ist irgendwie so schon eine geile leckere Ananas und dann, ne, also selbst die kommt jetzt noch aus Übersee, ist jetzt nicht mehr regional und so, aber die waren trotzdem gut und es war dann auch mal was anderes und du hast dann auch diese Enzyme, ne, von der Ananas, die ja auch gesund sind, ne. Deswegen hast du ja, je nach Obst, Gemüse, haben wir auch verschiedene Sachen, die sie mit sich bringen. Aber ja, das merkt man dann schon sehr stark. Aber das ist auch das Schöne, finde ich, gerade bei Rohkost zu sagen, dass du auch sehr intuitiv einfach oder so sehr feinfühliger wirst, einfach generell so. Und dadurch ja einfach auch, glaube ich, schnell bessere Entscheidungen treffen kannst und auch merkst, so, hey, irgendwie, ich habe jetzt 3 Tage irgendwie ein bisschen zu viel Obst getrunken, so, ich habe jetzt einfach Bock auf mehr Gemüse, weil dein Körper merkt irgendwie, ah, vielleicht brauche ich irgendwie Mineralien, A, B, C, was auch immer. Und dann machst du es halt automatisch. Ja, genau. Und aber wenn du mal so kürzere machst, so 5 Tage, 3 Tage mal, ne, auch Spaß mal ausprobieren, 3 Tage Saft, machen auch echt viele Freunde jetzt von uns und so, dass sie es mal ausprobieren, so 3, 4, 5, 7 Tage, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Versuch, ne, kannst du einfach nehmen, was dir schmeckt, worauf du Lust hast und wenn du einfach mal, Hauptsache so, du hast Spaß dran und weil ich meine schon immer dieses, ist ja das gesellschaftliche Miteinander essen, dann gehen die Freunde irgendwie essen und bis nach Familie und dann kochen die anderen 3 und du trinkst ja deinen Saft und dann geben die meisten, die sich jetzt nicht irgendwie lange damit beschäftigt haben oder mega die Motivation haben, gehen dann natürlich auch schnell auf, ne, weil es also ist auch auf jeden Fall eine Umstellung. Ja, schon. Ja, aber es liegt an der Motivation natürlich, warum man es tut, dass man natürlich das dabei bleibt oder das machen möchte. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wie hast du es mit dem Ausleiten gemacht? Mit Einläufen oder wie hast du das gehandhabt? Hast du da irgendwas verwendet? Ja, also oft ist es von alleine ganz gut gelaufen, sagen wir mal so. Ja. Andere Male, ich habe auf jeden Fall mit Einläufen gearbeitet und würde ich auch raten, für manche ist das einfach nichts, das kann ich auch verstehen, aber wenn man irgendwie diesen Stuhlgang oder so unterstützen möchte oder diese Ausleitung, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Man sollte sich jetzt nicht abhängig davon machen. Habe ich auch schon gehört, ne, dass Leute das dann immer so oft gemacht haben, das hat denen auch so einen Kick gegeben. Manche machen das ja auch mit Kaffee oder mit, ne, muss ja nicht, ja, mit irgendwie Tees oder, ne, also ich habe es dann meistens auch mit warmem Wasser gemacht oder mal mit irgendwie noch Wasser mit Zitrone oder sowas. Genau, aber auf jeden Fall zu raten, weil es ist auf jeden Fall wichtig, dass, also wenn es geht, dann am besten jeden Tag irgendwie eine Bowel-Movement oder einen Stuhlgang oder sowas zu haben, dass irgendwas rauskommt. Ja. Weil sonst nimmst du halt diese Giftstoffe oder was es halt ist, ne? Nimmt dein Körper halt wieder auch auf. Also es geht halt in den Darm und es muss sich auch noch durch den Darm dann zum Teil durchbewegen, je nachdem, wo es am Darm sozusagen rausgekommen ist. Und du willst es halt ungern wieder aufnehmen. Und dadurch kommen ja meistens dann auch diese Entgiftungserscheinungen. Weil, ne, diese Kopfschmerzen oder Dizziness oder Müdigkeit, weil der Körper diese Giftstoffe wieder absorbiert, die er eigentlich loswerden will. Und wenn es halt nicht läuft, dann, dann passiert es halt. Und deswegen ist es gut, so unter anderem halt diese Einläufe zu machen. Was auch, was ich jetzt persönlich nicht gemacht habe, aber was auch viele machen, ist, ne, dieses Psyllium Husk und Bentonite Clay Shakes. Das sind Shakes, die halt sehr ballaststoffreich sind. Das ist einfach nur so, Ballaststoff ist wie so ein Staubsauger, der halt durchfegt und halt dann sozusagen Sachen, die am Darm, an der Darmwand sind, aufnimmt, ne?
mit ausreichend. Also Bentonitis sowie Heilerde, ne? Sowas kann man auch machen. Ja, genau. Genau, das ist manchmal so ein Mix oder du kannst eins von beiden machen. Also damit habe ich jetzt selber nicht so Erfahrung. Ich habe es nicht benutzt, aber viele, die dieses Sachfasten ein bisschen länger machen oder benutzen das auch. Was noch? Ja, so Trockenbürsten haben wir auch viel gemacht. Es hilft einfach auch, die Lymph zu bewegen. Ne? Was haben wir noch gemacht? Ja, Darmmassagen, also dass man sich auf den Bauch legt und schaut euch da vielleicht mal ein Video an, wie man es genau macht, weil da kann man es ein bisschen falsch machen, also einfach mal, wie der Darm aufgebaut ist und da gibt es eine ganz gute Technik, wo man anfängt, ja, seinen Darm zu massieren, dass man halt sozusagen die Materie, die da drin ist, halt ein bisschen Richtung Ausgang halt massiert und nicht rückwärts und den anderen Weg, sondern nicht nach oben rauskommen. Und man will es auch nicht in den Blinddarm unten reindrücken. Aber das hat auch sehr geholfen, weil es einfach nochmal löst, Sachen löst im Darm, die vielleicht ein bisschen festsetzen. Genau, und gerade wenn du halt Saft trinkst, dann merkst du richtig den Saft da drin, den kannst du dann schön da rumspülen, dann gluckst rum und das hilft auf jeden Fall. Und du merkst auch dann manchmal, dass du irgendwo so, wie sagt man, so Tender, so weiche Spots hast, Punkte hast, wo es ein bisschen piekt oder wehtut. Und dann merkst du richtig, dass da irgendwas Festes gerade ist, was sich irgendwie, was hydriert wird durch die Säfte, was sich dann löst. Und das hilft auf jeden Fall auch generell, um halt zu eliminieren täglich diese Darmmassagen. Hast du noch irgendeinen Punkt so vom, sei es jetzt Erfahrungen zu deinem Fasten jetzt, irgendwas Besonderes, was noch passiert ist? Oder genau, ansonsten auch noch abschließende Worte, was du auf jeden Fall jemandem nochmal mitgeben möchtest, der das vielleicht mal ausprobieren möchte? Vielleicht okay, für jemanden, der das mal ausprobieren möchte. Auf jeden Fall, also ein Hauptpunkt wäre, dass man... Aber ich finde, das gilt generell für Fasten oder auch Rohkosternährung, dass man nicht mit Angst in sowas reingeht. Also, dass du, wenn jemand neugierig ist, dass man irgendwie, ja, erstens klar sich informiert, ist immer gut, ne, was man weiß, was man tut, aber auch, dass man mit guten, positiven Energien und Gedanken in sowas reingeht und Lust darauf hat und sich nicht gezwungen fühlt oder denkt, man verhungert oder so, weil ich glaube, das ist das Erste, was irgendwie so deinem Körper irgendwo eine Blockade setzt und dann funktioniert das Ganze gar nicht. Ja. Ich glaube, das vernachlässigen viele Leute, die vielleicht irgendwie aus Angst oder sind irgendwie gezwungen, Gott, ich muss irgendwas anderes machen oder so, das ist jetzt der heilige Gral und ich muss jetzt mein Leben, ne, an einem Tag irgendwie umdrehen, da reingehen. Also das ist die erste Sache und wie gesagt, ja, genug trinken ist wirklich wichtig. Also einfach das, also wie gesagt, wenn ich jetzt 6 Liter Gurkenwasser trinke, dann ist es normal, als wenn ich 6 Liter Karottensaft trinke. Und ich habe das gemerkt gerade in der Zeit, wo es am Anfang, wo es noch kälter war, dass mir zum Teil Tage hatte, wo mir kalt war. Und dann habe ich einmal irgendwie einen halben Liter oder einen Liter mehr Saft gemacht an einem Tag und ohne Witz, also mir war nicht mehr kalt. Also man merkt richtig, dass der Körper dann einfach diese Kalorien dann auch für Wärme benutzt und so. Und dass du merkst, wenn du dann manchmal ein bisschen drunter bist, kannst du dich auch irgendwie, ne, irgendwie schlecht fühlen oder irgendwie energielos oder so. Also dass man das wirklich nachschaut. Also gerade wenn man auch aktiv sein will. Also ich habe dann auch gegen Ende des Fastens auch Sport wieder gemacht und so. Genau, Fasten brechen ist wichtig, hatte ich vorhin schon mal kurz angewiesen. 6 Tage, da gibt es halt ein sehr... Interesse oder von John Rose, der sehr viel Erfahrung damit hat, der empfiehlt, getrocknete Pflaumen einzuweichen. Ja. Ich glaube, so 200 Gramm oder so, so eine Packung, so eine kleine Packung, die über Nacht einzuweichen, so über 8 Stunden und dann das Wasser zu trinken und die dann langsam zu essen, weil die halt so sehr so ein wie sagt man, Laxative-Effekt, so Effekt haben. Laxitiven, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Also sozusagen, sie bringen halt Dinge in Bewegung und einen abführenden Effekt haben. Genau, und um dann sozusagen das zu starten. Also das kann man dann auch wirklich an dem Tag machen, wo man das Fasten bricht. Ja. Also deswegen soll man die einweichen, dass sie halt wirklich auch vollgesogen sind. Dann trinkt man das Wasser und isst diese eingeweichten Pflaumen. Und die sollen dann auch, so wenn die innerhalb von der ersten Stunde, ich glaube, eine Stunde bis anderthalb Stunden, da sich nichts rührt, da weiß man auch, dass man irgendwie noch Stuff in seinem Darm hat, was diese Pflaumen blockiert. Ja.
Wasser. Und dann über die nächsten 5 Stunden soll, also muss jetzt nicht alles auf einmal dann rauskommen, aber du sollst dann halt deine Eliminierung haben mit diesem Pflaumenwasser. Und eine coole Sache, sonst kannst du auch mit einem Obst deiner Wahl natürlich langsam brechen. Irgendwas, was, also jetzt nicht Bananen, aber irgendwas, was wasserreich ist, ne, wie ein bisschen Wassermelone oder Papaya oder was man zur Verfügung hat. Ja. Aber wenn man diese, genau. Ja, die erste Mahlzeit sollte auf jeden Fall gut durchgehen und sollte nicht irgendwie was sehr Verschleimtes sein, irgendwas total Trockenes, sondern es sollte gut durchgehen. Genau, womit man vielleicht auch schon gute Erfahrungen gemacht hat und dann halt auch nicht zu große Menge am Anfang. Beim Saftfasten ist es jetzt nicht ganz so relevant. Beim Wasserfasten ist es halt super wichtig. Gerade wenn man über einen längeren Zeitraum macht. Lauren Lockman, der eben mit Tausenden von Leuten Wasserfasten gemacht hat, über auch 30, 40 Tage. Und er macht immer am Anfang, ich glaube sogar nur 30 oder 50 Gramm Melone oder Papaya. Und das sind so seine Optionen, womit er das Fasten bricht. Und da halt wirklich langsam anfangen. Sonst, gerade wenn der Darm sich zusammenzieht und ja, man dann eine große Menge zu sich nimmt, kann das halt auch ja, nach hinten losgehen und fatal sein. Da halt ganz langsam starten und was, wo gut durchgeht, wie eben Früchte oder ja, gedünstetes Gemüse oder eben eingelegte Trockenfrüchte. Ja, das sind eigentlich echt gute Optionen. Also ich finde auf jeden Fall, würde ich das auch nochmal machen. Vielleicht nicht 90 Tage lang oder so, je nachdem, vielleicht auch nochmal 90 Tage lang. Ich merke zwar jetzt auch nicht, ich habe den Heiligen Gral gefunden, aber ich glaube, ich bin echt ein Stück weitergekommen in meiner Genesungsreise, sage ich mal, oder Entgiftungsreise. Ich muss auch sagen, seitdem, ich bin jetzt dieses Jahr auch kein einziges Mal krank gewesen. Vielleicht hatte ich immer mal so ein bisschen mal irgendwann mal so eine Erkältung gehabt. Ja. Aber seitdem Saftfasten war ich jetzt nicht einmal irgendwie, habe irgendeine Erkältung bekommen. Kam diesen ganz Corona noch dazu und so. Das ist auf jeden Fall so ein Nacheffekt, den ich merke. Und ja, andere Sachen kann ich jetzt, das ist mehr dann so, sagt man, so subjektive Wahrnehmung. Ne? Also ich denke mal schon, dass ich auch Dinge besser aufnehme. Ist ja auch immer so eine Hauptsache, ne? Ob die Verdauung gut läuft, ob man Dinge gut aufnimmt, ob man die Nahrung gut verwendet und generell dann noch eliminiert. Das sind ja so die 4 Hauptpfeiler, die sehr wichtig sind für das menschliche Wohlergehen oder für die Gesundheit. Und ich bin der Meinung, dass ich das auf jeden Fall schon mal einen Tick mehr verbessert habe. Wir müssen ein bisschen gegensteuern, weil wir halt in dieser denaturierten Welt gerade leben halt und alles ist irgendwie künstlicher und macht mehr Stress und so. Und deswegen brauchen wir da, glaube ich, alle mal so ein bisschen so ein kleines Hilfswerkzeug oder so Tools, die uns da helfen, dem entgegenzusteuern. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall fürs Teilen. Genau, die Links stellen wir mal unten drunter. Und genau, ansonsten schreibt gerne mal unter das Video, ob ihr schon mal Erfahrung gemacht habt mit Saftfasten, mit Wasserfasten, was euch besser gefallen hat und genau, was ihr bevorzugt. Vielen Dank, Tobi, fürs Dasein, fürs Teilen. Ja, danke dir fürs Teilen. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen ein bisschen Einblick gegeben oder eine Inspiration, vielleicht das mal auszuprobieren und oder generell sich mit Fasten mehr zu beschäftigen. Jo, dann euch noch einen schönen Tag und genau, bis dann. Ciao. Ciao.